Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich bin Nightflyer und wir sind immer noch in Sanctuary, wo wir in der letzten Folge ein bisschen gebaut haben. Ich habe nach der Aufnahme tatsächlich noch ein paar kleinere Anpassungen gemacht. Was habe ich denn gemacht? Zum Beispiel habe ich hier eine Treppe hingebastelt, damit wir hier überall auf die Dächer kommen, wenn wir angegriffen werden, dass wir hier irgendwie von hier aus uns verteidigen können. Hier habe ich noch eine kleine Brücke hingebastelt, damit wir auch auf dieses Dach kommen hier. Und ja, im Falle eines Angriffs können wir dann halt von hier oben aus reagieren. So. Hoffe ich zumindest. So. Was haben wir noch gemacht? Warum sieht das hier so scheiße aus? Das gefällt mir aber gar nicht hier. Da auch. Das ist blöd. Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Geh mir nicht auf den Sack. Ah ja, ich liebe Preston, Gabe. Meine Systeme brennen darauf, neue Daten zu erfassen. Dieses Reisen gefällt mir sehr gut. Ja, meine Systeme brennen auch. So, was haben wir noch gemacht? Ah genau, ich habe hier oben eine Stromleitung noch gelegt. Damit auch dieses Licht funktioniert. Und ich habe... Hier sind wir jetzt ein Stockwerk zu hoch, ne? Glaube ich. Ja, hier ein bisschen was gemacht. Hab hier ein Sofa hingestellt, einen Tisch. Ein Deckenventilator. Und ein Regal. Und was wir mit dem Regal machen, weiß ich noch nicht. Eigentlich wollte ich da was reinlegen. Ja, habe ich noch nicht gemacht. Machen wir noch. Dann habe ich hier unseren, unsere Wackelpuppen. Das sind alle, die wir jetzt haben. Und noch ein Zeitungsregal hingestellt. So, was haben wir hier oben noch irgendwas gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Ah doch, ich habe hier unseren Rekrutierungsleitstrahlturm. Der war ja vorher da hinten irgendwo. Ich habe den jetzt mal hier oben drauf gestellt. Samt Aggregat. Ja, und das war's eigentlich auch. Soweit. So, und ja, bei dieser ganzen Aktion habe ich einen neuen Skillpoint bekommen und den wollen wir so gleich mal einsetzen. Und zwar werden wir den jetzt in den lokalen Anführer hauen, damit wir endlich mal eine Versorgungsroute einrichten können. Ja, und das machen wir so gleich mal. Wir suchen uns mal einen, mit dem wir das machen können. Jetzt sind sie alle weggelaufen, ne? Die Sonne geht unter. Pass auf, dass du nicht auskühlst. Brauchst du etwas, Monsieur? Nein. Was mir immer wieder auffällt, ne? Die einzige Wache, die zu funktionieren scheint, ist sie da oben. Sie steht immer da oben, ne? Er hier, der eigentlich für da hinten zugewiesen ist, ja, der rennt hier immer in der Weltgeschichte rum. Und auch hier der Dicke, hier genau, er hier. Der ist jetzt gar nicht mehr zugewiesen. Den haben wir definitiv zugewiesen. Ich weise jetzt mal neu zu. Befehligen. So, den wollen wir hier zur Wache haben. Einen Augenblick warten. Diese Ressource ist jetzt zugewiesen. Und eigentlich sollte der jetzt hier hinlatschen und Wache stehen. Und ich mache jede Wette, der wird sich keinen Millimeter rühren. Ich gehe mal eben aus dem... Ich folge dir. Das war doch die Vereinbarung, nicht wahr? Aus dem Baumodus. Wir können ihn mal kurz anquatschen. Strong nicht verstehen, Mensch. Ja, ich verstehe Strong auch nicht so richtig manchmal. Strong mit Mensch gehen. Nee, eigentlich nicht. Noch nicht. Aber bald. Beeilen. Strong nicht mögen warten. Ja, irgendwann sollten wir Strong wahrscheinlich nochmal mitnehmen. Ich glaube nämlich, dass jeder von unseren Begleitern irgendwie eine eigene Quest hat, wie zum Beispiel bei Curie auch der Fall war. Aber nicht jetzt. Aber ich ärgere mich darüber eben, dass das nicht zu funktionieren scheint mit der Wache. Keine Ahnung, was da los ist. Also wenn jemand von euch dann eine... Du bist genau richtig hier. Hey Sheffield. Was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Nachdem ich mich hier niedergelassen hatte, war es für mich vorbei mit dem Alkohol.
Die Ärzte meinten, ich hätte meine Leber ruiniert. Können wir ein paar Sachen tauschen? Nee, tauschen wollte ich mit dem eigentlich nicht. Wobei, die Nuka-Cola hätte ich schon gerne. Nein, ich lasse ihm seine Nuka-Cola. Der hat hier mit Klinge Kreuzschlüssel. Aha. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen ihm jetzt... Nuka-Cola ist das Einzige, das mich wach macht. Ansonsten ist alles etwas verschwommen. Jo. So, wir geben ihm jetzt eine Versorgungsroute und wir werden ihn schicken nach... zur Oberlandstation. Und die Oberlandstation, das ist nämlich... da gibt es sehr viel Metall. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht jetzt. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Versorgungsroute Oberlandstation zuweisen. So, und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Ob das in beide Richtungen funktioniert oder ob der jetzt nur Material zur Oberlandstation transportiert. Wenn ihr da mehr wisst, haut's mal bitte in die Kommentare. Ja, und auch zu dieser Geschichte mit den Wachen. Wenn ihr da irgendwas wisst, was man da machen kann, haut's in die Kommentare. So, den haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal hingeschickt zur Oberlandstation und da werden wir jetzt auch hinreisen. Per Schnellreise. Denn ich würde da gerne ein bisschen aufräumen. Die Oberlandstation, die war hier irgendwo, ne? Da. Ja, da haben wir zwei Siedler. Da reisen wir mal hin. So, da wären wir schon. Und nee, ich habe die verwechselt, die Oberlandstation. Na super. Jetzt habe ich den zur Oberlandstation geschickt, aber das habe ich verwechselt. Scheiße. Na egal, aber hier müssen wir trotzdem, glaube ich, ein bisschen was tun. Ich gehe mal im Baumodus, um mir hier einen kleinen Überblick zu verschaffen, wie groß das Gelände hier überhaupt ist. Das ist nämlich nicht besonders groß. Das ist relativ klein. Auf jeden Fall können wir hier eine Menge Holz... Holz ist ja auch wichtig. Also sammeln wir das Holz mal ein. Ja, also ich werde in dieser Folge sehr wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier keine Quest machen oder so, sondern ja, ein bisschen Mikromanagement betreiben und aufräumen. Ich habe mir überlegen hier mit den Zäunen, die müsste man ja eigentlich normalerweise auch mal erneuern, ne? Gefällt mir eh nicht. Aber jetzt reißen wir erstmal die Bäume hier ab. Eine Menge Holz. Und soweit ich weiß, mit dieser Versorgungsroute, es ist nicht etwa so, dass die Dinge in allen Werkbänken auftauchen, beziehungsweise jetzt in der Werkbank von Sanctuary auftauchen, sondern die stehen, glaube ich, nur im Baumodus zur Verfügung, die Dinge. So, das ist so das, was ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob wie das richtungstechnisch ist. Das wäre schon interessant zu wissen für mich. Warte mal, kann man den Baum noch abreißen, weil der blinkt? Oh, ja. Obwohl der außerhalb des Bereichs ist. Aber den nicht. Und den großen können wir auch nicht. Doof. Okay, die haben eine Wasserpumpe. Produziert 3. Wir gucken mal eben in unserem Pip-Boy, würde ich sagen. Aber Schutz haben die gar nicht. So, Oberlandstation. Die brauchen Schutz auf jeden Fall. Die haben 7 Essen und 3 Wasser, also brauchen sie 10 Schutz. Glaube ich. Irgendwie so war das. Und hier sind nur 2 Leute, die irgendwie Essen produzieren. Ich denke, das reicht völlig aus. Das kann man so machen, finde ich. Wie viel Essen produzieren die? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. 7 nur? Das wundert mich, die haben so viele Pflanzen hier. Ach, die produzieren alle nur 0,5. Ja, aber die brauchen davon nur 2 und können 5 quasi abgeben. Ich weiß allerdings nicht, ob das auch funktioniert mit dem mit der Versorgungsroute oder ob wir das selber machen müssten. Wir schauen mal eben in die Werkbank hier. Mal einen Überblick verschaffen. Nee, ich wollte... Transfer wollte ich. So, was haben die denn hier? Die haben 15 Tatus und 6 aufbereitetes Wasser. Einiges an Schrott. Ja,
Würde es jetzt schon funktionieren, dass wir jetzt hier ein Geschütz bauen oder so? Denn wir müssen ja irgendwas müssen wir ja bauen. Ich denke, ein Wachposten macht nicht viel Sinn bei zwei Leuten. Den hier am Knacken. Da oben kommen wir jetzt nicht hin, ne? Ich würde gerne da oben was drauf bauen. Aber da kommen wir jetzt nicht hin. Warte mal, da müssen wir improvisieren. Mit Böden. Da können wir ja eventuell das da mal hinsetzen hier. Warum geht das nicht so, wie ich das will? Naja, so geht's jedenfalls. Und jetzt müssen wir irgendwie noch eine Etage höher kommen. So, gucken wir mal, ob wir da jetzt so hoch kommen. Das sieht doch gut aus. Sehr schön. Können wir jetzt hier ein Geschütz drauf basteln? Mal schauen. Schutz. Uns fehlt Öl, wenn ich das richtig sehe. Das ist scheiße. Okay, wir brauchen erst wieder Öl, bevor wir irgendwas machen können. Das ist natürlich doof. Aber einen Scheinwerfer könnte man bauen. Ist doch auch was. Wollen wir einen Scheinwerfer bauen? Eigentlich nicht. Nee, dann lassen wir das an dieser Stelle erstmal. Das lasse ich erstmal hier stehen. Und dann sollten wir uns, wenn wir das nächste Mal Öl haben, uns darum kümmern, dass die hier Öl bekommen. Geschütze bekommen. Kann ich hier eigentlich irgendwas von dieser Hütte abreißen? Nee. Schade. Die Zäune sehen echt schrecklich aus, aber da kümmern wir uns später drum. Das hat jetzt keine Priorität. Wir reisen weiter. Und eigentlich wollte ich nämlich zum, ich glaube, das war das Starlight Drive-In. Da wollte ich den eigentlich hinschicken. Da sind auch gar keine Leute. Da sind gar keine Leute. Wollen wir auch gar nicht. Das wollen wir einfach nur aufräumen. Da reisen wir mal hin. Ja, was ich mich jetzt frage ist, der Mensch, den wir auf Versorgung, auf die Versorgungsroute geschickt haben, wo braucht er ein Bett? In dem Ort, von wo aus wir ihn geschickt haben oder in dem Ort, wo wir ihn hingeschickt haben. Das ist eine gute Frage, finde ich. So, ja, wir gehen mal aufräumen. Und werden hier, was ist das hier, ein Lautsprecher, aha. Werden auf jeden Fall auch jemanden hierher schicken. Weil es ja einfach verdammt viel Material gibt hier auch. Was ist das da eigentlich für ein Bunker? Den hatten wir uns noch gar nicht... Oder doch, den hatten wir uns angesehen, oder? Eine Kochstation. Okay, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns das schon angesehen haben. Erstmal aufgeräumt. Das können wir nicht aufräumen. Das auch nicht. Auf jeden Fall eine Menge Altmetall hier. Und hier haben wir noch Fässer. Ich hatte gedacht, dass die vielleicht auch nukleares Material geben. Aber offenbar nicht. Ausstellungspuppe. Ja, ja. Wir werden verstrahlt. Ich hoffe,
dadurch, dass wir die Fässer jetzt entsorgt haben, hat das ein Ende mit der Verstrahlung. Irgendwo fliegt ein Vertibird. Fragst du nur wo? Egal. Da ist noch ein Lautsprecher. Auf jeden Fall ist hier eine Menge Platz, ne? Ah, da hinten. Eine Menge Platz hier. So, dann haben wir hier noch einen Lampenfuß. Ahornstamm. Ja, und Bäume haben wir auch noch. Die lasse ich jetzt erstmal stehen hier. Tun ja keinem was gerade. Aber den Schrott können wir natürlich noch entsorgen. Das können wir nicht entsorgen. Das lassen wir auch mal stehen. Alter Schwede, was hier alles rumsteht. Und rumfliegt. Ja, hier waren wir auf jeden Fall definitiv drin, in der Butze. Da sollte auch oben das Bett sein, oder? Nee, das Bett, hatte ich das nicht weggemacht? Da war doch irgendein Problem mit dem Bett. Genau, ich hatte das Bett weggemacht. Und da habe ich das dann irgendwo anders hingestellt. Ah, hier ist das Bett, alles klar. Ja, wenn man es Bett nennen kann. So, die Kiste da noch. Den Lampenfuß noch. Die Straßenlaterne noch. Haben wir hier noch Verschrott? Ja, und hier werden wir auf jeden Fall auch jemanden noch von Sanctuary her schicken. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht so genau. Na gut, so, dann entsperren Einsteiger. Das machen wir gerne, weil es bringt Erfahrungspunkte. So. Ja. Was haben wir denn hier? Ah ja. Also hier waren wir definitiv noch nicht drin. Nuka-Cola. Und ein paar Äpfel. Was? Schon tot. Fusionskern, ja, den nehmen wir gerne mit. Klebeband, Terpentin. Ja, hier können wir jetzt alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist, weil wir eh nochmal nach Sanctuary zurück müssen. Ach, Mensch, Hund. Du gehst mir häufig echt auf den Zünder. Warte mal, da ist noch eine Munitionskiste. Pack doch mal die Waffe weg, ey. Da ist ein Ventilator. Nimm ihn. Molly Red X. Benzinkanister. Da dürfte noch ein bisschen Öl drin sein vielleicht. Hämmerchen, günstiger Wunderkleber und Benutzerölkanister. Das heißt, wir können theoretisch bei der Oberlandstation für Schutz schon sorgen, denke ich. Achso, die können wir noch looten hier. Boah, ich glaube, das war's hier. Okay, dann wollen wir aber noch mal hier gucken. Right away. Das ist nichts. Ich hänge. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst.
Ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Das glaube ich doch jetzt nicht hier, ne? Das glaube ich jetzt gerade hier nicht. Alter. Ja, jetzt hat er auch noch automatisch gespeichert. Penner. Scheiße. Ja. Hier kommen wir nicht mehr raus. Ich bin begeistert. Nee. In dem Modus wollte ich den ja die ganze Zeit. Tja. Find ich super. Find ich echt super. Geht mir langsam auf den Sack, die Scheiße hier. Fuck, ey. Wann hat er das letzte Mal gespeichert? Da waren wir noch an der Oberlandstation. Das war das von eben. Das nützt uns gar nichts. Ja, gut. Dann sind wir hiermit am Ende der Folge angekommen. Wir kommen nicht weiter. Ich werde dann nochmal bei der Oberlandstation nochmal zurückkehren, gezwungenermaßen. Und dann nochmal hierher. Setzen wir dann in der nächsten Folge hier an oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder questen gehen. Ich habe erstmal die Schnauze voll hier von diesem Mist hier. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.